Ja, ich habe wieder den Fluch des letzten Redners. Vieles wurde schon gesagt und das eine oder andere werden Sie vielleicht dann auch denken, haben Sie schon gehört, aber vieles von dem, was gesagt wurde, kann man auch ein zweites Mal hören und vielleicht in etwas anderer Darbietung dann, weil es wirklich wichtige Punkte sind. Schauen wir mal. Also zunächst einmal, liebe anwesende Mitglieder, Freunde und Förderer der AfD, geschätzte Pressevertreter, meine sehr geehrten Damen und Herren und natürlich auch Angehörige aller anderen 67 Geschlechter. Die vergesse ich ja nie, wir sind ja völlig politisch korrekt. Schön, dass Sie da sind. Dass Sie heute hierher gekommen sind, stimmt mich freilich etwas bedenklich. Schließlich besuchen Sie heute, wenn man Horst Seehofer Glauben schenken darf, eine Veranstaltung von Staatszersetzern. Ja, so hat uns der Noch-Innenminister, warten Sie mal ab, das hat bald ein Ende, letzte Woche genannt. Passen Sie also gut auf sich auf, sonst landen Sie womöglich noch im Verfassungsschutzbericht. Man weiß in diesem Land nicht mehr so genau. Zersetzen bedeutet bekanntlich, dass man eine zerstörende Wirkung auf etwas ausüben möchte. Auf Zersetzungsstrategien setzte beispielsweise bis 1989 die Staatssicherheit der DDR. So mancher in der heutigen Partei Die Linke, die rechtsidentisch mit der früheren Mauerschützen- und Stasi-Knast-Partei SED ist, wird sich hieran gewiss noch erinnern können. Wir also, so der Innenminister Seehofer, stellen uns vorgeblich gegen den Staat und wollen vorgeblich eine zerstörende Wirkung auf ihn ausüben. Meine Damen und Herren, in Anbetracht einer solchen Äußerung fehlen mir passende Worte, die einerseits eine adäquate Bewertung dieser Aussage des Herrn Seehofer gewährleisten, zugleich aber noch ein ausreichendes Maß an Respekt vor ihm als Innenminister unseres Vaterlandes erkennen lassen, weshalb ich mich einer persönlichen Bewertung von Seehofers Äußerungen hier enthalten möchte. Dabei käme nichts Freundliches raus. Inhaltlich jedoch sage ich klipp und klar, und das muss jeder in diesem Land wissen, nein, wir wollen diesen Staat nicht zersetzen und wir tun das auch nicht, sondern wir tun das exakte Gegenteil. Was diesen Staat, meine Damen und Herren, tatsächlich zersetzt, lieber Herr Seehofer, und zwar von innen heraus, das ist die von Seehofer selbst sogenannte Herrschaft des Unrechts, die genau Sie, Herr Seehofer, vor Jahren beklagten, als Merkel Ihre persönlichen Moralvorstellungen über das deutsche Recht stellte. Ein Rechtsbruch, der auch durch Sie, ich spreche Seehofer direkt, als Innenminister bis heute nicht korrigiert wurde, nicht mal als Innenminister, und der das Vertrauen vieler Bürger in den Rechtsstaat mittlerweile massiv untergraben hat. Und das ist kein Wunder. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht. Ich erlebe den Rechtsstaat und der funktioniert. Der funktioniert verdammt gut. Wissen Sie wo? Ich fahre andauernd zu schnell. Sie glauben gar nicht, wie viele Fotos es von mir gibt. Ja? Und weil ich immer irgendwie in Eile bin. Und da kann man den funktionierenden Rechtsstaat in höchster Vollendung erleben. Ja, da werden also Blitze geschossen. Ich frage jetzt lieber mal nicht, ob es vielleicht darum geht, die Staatskasse aufzubessern. Das ist ja schon wieder ketzerisch. Und zugleich, also man wird dann richtig schön da herangezogen, man zahlt dafür, man sammelt fleißig Punkte in Flensburg. Das alles funktioniert perfekt. Während gleichzeitig, und das ist der wunde Punkt, hunderte illegale Einwanderer pro Tag, wohlgemerkt, nach wie vor, darüber wird kaum mehr gesprochen, ungehindert die deutsche Grenze passieren und anschließend, dank Vernichtung ihrer Ausweispapiere, die haben keine Ausweispapiere mit sich, nur Handys. Und nicht die schlechtesten. Also mit meiner alten Möhre hier nicht zu vergleichen. Und deswegen unabschiebbar dem Steuerzahler als Sofortrentner auf der Tasche liegen. Das ist die Herrschaft des Unrechts. Das ist auch Zersetzung des Rechtsstaates. Das ist die Herrschaft von Angela Merkel und Horst Seehofer. Nochmal, Herr Seehofer, diese von Ihnen beklagte und ebenfalls von Ihnen bis heute nicht korrigierte Herrschaft des Unrechts zerstört das Rechtsempfinden der Bürger und zersetzt damit schrittweise unseren Staat. Und wir von der Alternative für Deutschland, wir sind die einzige Partei, die darauf konsequent hinweist und dagegen arbeitet. Und dafür wirft er uns nun Staatszersetzung vor. Wie schändlich ist das? Besonders interessant übrigens, was Seehofer genau zum Anlass nahm, um uns diesen ungeheuerlichen Zersetzungsvorwurf zu machen.
Hans-Jörg Müller hat es ja schon angesprochen. Es ist nämlich das völlig berechtigte Ansinnen unserer Bundestagsfraktion, den Haushalt des Bundespräsidenten zum Gegenstand der parlamentarischen Haushaltsdebatte zu machen. Das ist etwas unüblich, aber statthaft. In der Haushaltsdebatte kommt jeder Einzelplan vor. Da kommt auch der Einzelplan Bundespräsidialamt vor. Das ist aus Seehofers Sicht staatszersetzend. Und mehr noch, er hat wörtlich gesagt, ich zitiere ihn, das ist für unseren Staat hochgefährlich und muss scharf verurteilt werden. Ich kann mich nicht im Bundestag hinstellen und wie auf dem Jahrmarkt den Bundespräsidenten abkanzeln. Zitat Ende. Ein Bundespräsident scheint für ihn also gleichsam außerhalb jeder Kritik zu stehen und sogar außerhalb möglicher parlamentarischer Diskussion. Ihre Exzellenz Steinmeier, wir erstarren vor Ehrfurcht. Aber jetzt mal im Ernst, was ist denn das bitte für ein Demokratieverständnis? Ist der Bundespräsident von Gottes Gnaden ins Amt gekommen? Ist er sakrosant? Ist er unantastbar? Das waren andere Bundespräsidenten auch nicht, wegen Vorfällen, die für meine Begriffe weniger gravierend sind als das, was Herr Steinmeier da gemacht hat, wenn wir an Christian Wulff etwa zurückdenken. Mitnichten ist er sakrosant und unantastbar. Wie alle Amtsinhaber in einer Demokratie ist auch der Bundespräsident gewählt, wenn auch nicht so, wie wir es gerne hätten, denn wir von der Alternative für Deutschland sprechen uns selbstverständlich für eine direkt demokratische Wahl der Bürger des Bundespräsidenten aus, findet aber in diesem Land nicht statt. Und daher, da er gewählt ist, ist er wie alle anderen Gewählten auch selbstverständlich kritisierbar. Ein Bundespräsident, der die Bürger dieses Landes dazu auffordern, an einer Musikveranstaltung in Chemnitz teilzunehmen, eine Gratis-Musikveranstaltung, wer zahlt das übrigens alles? Wir Steuerzahler. Umsonst ist das nicht. Es muss bezahlt werden. Nur gibt es da eben keinen Eintritt, also müssen es andere bezahlen. Und da es staatlich gefördert ist, muss es eben staatlich gezahlt werden. Und das ist nicht aus Steinmeiers Privatschatulle, das sind Steuergelder. Und da findet also mit seiner Förderung eine Musikveranstaltung statt, die wenige Tage nach der Tötung eines Menschen veranstaltet wird, in der auch noch linksradikalen, deutschlandhassenden Punkrockern wie feine Sahne Fischfilet eine Bühne gegeben wird. Kostprobe aus deren Texten, viele von Ihnen haben das schon vernommen, bitte sehr. Zitat, Deutschland ist scheiße, Deutschland ist Dreck. Oder Deutschland verrecke, das wäre wunderbar. Oder die Bullenhelme, sie sollen fliegen, eure Knüppel kriegt ihr in die Fresse rein. Und ich habe noch etliche Zitate mehr. Ja, die nächste Bullenwache ist nur einen Steinwurf entfernt, auch so ein schönes Zitat von denen. So eine Band, und das ist der eigentliche Skandal, und das wollten wir im Bundestag mal thematisieren, wird vom deutschen Bundespräsidenten heute beworben und erhält vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk eine Bühne in der Live-Schalte. Man muss es in dieser Deutlichkeit sagen, ein Land, das so etwas duldet, in dem ein Bundespräsident als Staatsoberhaupt so etwas fördert, ein solches Land, meine Damen und Herren, ist verrückt geworden. Und ein Bundespräsident, der solche Konzerte bewirbt, darf nicht, nein, er muss sogar dafür kritisiert werden, und zwar in aller Deutlichkeit. Unser Tun ist das exakte Gegenteil von Staatszersetzung. Es ist insbesondere der Versuch, die über die Jahrzehnte zwischen den Kartellparteien eingerissenen Unsitten zu beenden, und zwar zum Wohle unseres Landes und seiner Bürger. Wer das als zersetzend ansieht, der meint wohl etwas anderes, nämlich die Beendigung einer von einem linksgrünen Parteienkartell in wichtigen Fragen vertretenen, sogenannten alternativlosen Einheitsmeinung, sei es in Sachen Migration, sei es in Sachen Euro-Rettung, sei es in Sachen Energiewende. Ja, Herr Seehofer, diese über Jahre hinweg den Bürgern, auch von Ihrer CSU, vorgesetzte Einheitsmeinung, die existiert nicht mehr dank uns, und das ist auch gut so. Das Wahlergebnis in Bayern am 14.10. wird auch Ihnen, Herr Seehofer, das sehr deutlich machen. Höchste Zeit für das Ende der staatszersetzenden Herrschaft des Unrechts. Höchste Zeit für die AfD, auch in Bayern. Höchste Zeit, dass sich dieses Land endlich wieder mehr fordern wir gar nicht, normalisiert. In jeder Hinsicht. Und das wird ohne einen umfassenden politischen Kurswechsel schlichtweg nicht gehen. Mit der Kanzlerdarstellerin Merkel und ihren devot ihr zujubelnden Hofschranzen aus dem Kartellparteien einerlei wird das nichts. Aber der Reihe nach.
Es ist so, immer wenn man denkt, schlimmer geht's nicht mehr, kommt von irgendwo die Merkel her. Und setzt noch einen drauf. Merkel, das ist die ewige Raute des Staatsversagens. Diese Frau, ja, ist so. Diese Frau verrät und verkauft, manchmal ist es sogar schlimm, sie verkauft nicht mal, sie verschenkt unser Vaterland auf eine Weise, die einem förmlich den Atem stocken lässt. Und die seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland wirklich ohne jedes Beispiel ist. Was muss diese Frau noch alles anrichten, bis der deutsche Michel endlich mehrheitlich begreift, dass er in diesem Land keineswegs mehr gut und gerne leben wird, wenn er diese Hohepriesterin des Zynismus, der Macht Angela Merkel, nicht endlich ihres schon viel zu lange innegehabten und missbrauchten Amtes enthebt. Gut und gerne leben, das wurde allen Ernstes noch im letzten Bundestagswahlkampf von Merkel und ihresgleichen behauptet. Obwohl für jedermann, der des Sehens noch fähig ist, offen zutage liegt, wie dieses Land gerade von ihr und ihren willfährigen Helfern immer schneller in den Ruin getrieben wird. Und zwar rechtlich, finanziell, moralisch, kulturell, sicherheitspolitisch. Diese Leute lassen absolut nichts aus. Und dann versuchen allen Ernstes Ankündigungsminister Seehofer und Söder, diese mit Verlaub bayerischen Luftnummern, in ihrer aus ihrer Position nur zu berechtigten Panik vor den bevorstehenden Landtagswahlen in Bayern einen auf "Wir stoppen Merkel jetzt" zu machen. Der Seehofer-Horst inszeniert sich also mal wieder, das wurde ja schon genannt, das ist auch richtig, als ein ganz harter Law-and-Order-Bursche. Für seinen neuesten Vorstoß wurde er ja von einigen naiven Konservativen so richtig gefeiert. Aber gucken Sie sich mal genau an, was der da fordert. Seine knallharte Forderung sieht zusammengefasst vor, dass die Einreise von Einreisenden mit Einreiseverbot verboten wird. Das ist das, was Seehofer fordert. Die Einreise von Einreisenden mit Einreiseverbot soll verboten werden. Wow. Dass das nicht sowieso gängige Praxis ist und die Menschen in diesem Land deswegen nicht mal ansatzweise rebellieren und das auch noch als krasse Forderung verkauft wird, der sich die Kanzlerdarstellerin nicht vorbehaltlos anschließen kann, lässt nur ein Fazit zu. Deutschland ist unter dieser Führung, und ich schreibe Führung auch in meinen Redeskripten nur noch in Anführungsstrichen, wenn ich auf die Bezug nehme, zu einer Art Bananenrepublik verkommen, die international, und das kriege ich im Europäischen Parlament Tag für Tag mit, nur noch belächelt wird. Gucken Sie sich mal an, was da passiert. Jetzt macht der bilaterale Abkommen nach dem großen Krach, den die da hatten zwischen Merkel und Seehofer, und er tritt zurück und er tritt nicht zurück und so weiter. Dann haben die eins gemacht mit Spanien, weil jetzt viele über Ceuta reinkommen. Und in diesem Abkommen steht drin, dass Menschen, die in die EU einreisen, in Spanien einen Asylantrag stellen und dann über Österreich einreisen in die Bundesrepublik Deutschland, dass die zurückzuführen sind. Und zwar ausnahmslos. Und was soll ich Ihnen sagen? Das wird auch knallhart von Seehofer durchgesetzt. Der macht das mit ausnahmslos allen, die das tun. Und wissen Sie, wie viele das bis jetzt sind? Präzise null. Weil keiner so doof ist, in Spanien einen Asylantrag zu stellen und dann über Österreich nach Deutschland einzureisen. Ein Blick auf die Landkarte wäre da zuweilen schon mal hilfreich. Ja? In Griechenland haben wir das bilaterale Abkommen auch, da sind es immerhin zwei gewesen. Die haben es gemacht, die sind dann auch zurückgeführt worden. Zwei. Ganz großes Kino. So, und jetzt macht er das mit Italien. Und da trifft er nun auf einen ziemlich harten Knochen, den wir nämlich von der AfD sehr mögen und, wie ich Ihnen vorlesen werde, der uns auch. Und dann funktioniert diese Geschichte nicht mehr. Ich muss das mal gerade hier holen. Also, der Gedanke ist der, und das versucht Seehofer nun durchzusetzen, wiederum, wer in Italien einen Asylantrag stellt und dann über Österreich einreist, schon plausibler als über Spanien, der muss zurückgeführt werden. Weil man dem Salvini das jetzt aber schmackhaft machen muss, verpflichtet sich Deutschland im Gegenzug dafür, jeweils einen in Italien angelandeten Bootsflüchtling freiwillig zu übernehmen. Wenn das wirklich greifen sollte, dann ist die Anzahl derer, die weniger in unser Land reinkommen, logischerweise wieder null. Abgesehen davon zeigt aber selbst dafür Salvini, der mit Recht und, wie ich finde, exzellent die Interessen seines eigenen Landes Italien vertritt, Horst Seehofer die kalte Schulter.
Salvini hat dem bayerischen CSU-Wahlkämpfer in Bayern, Innenminister Seehofer, übermitteln lassen, er werde ihm nicht durch nettes Entgegenkommen in der Flüchtlingsfrage im Wahlkampf helfen. Denn, Zitat Salvini, ihr seid die Verbündeten meiner Feinde. Darum stehe ich in Deutschland, Zitat, zu meinen Freunden von der AfD. Soweit Matteo Salvini. Und da finde ich auch, das ist ein wirklichen Applaus wert. Ja, der macht gute Arbeit, der Mann. Ja, und Seehofers ziemlich bester Parteifreund, der Söder-Markus, flankiert seine vorgeblich beinharten Attacken gegen Merkel natürlich pflichtschuldigst, gerade hier im Wahlkampf. Der Mullah Söder, wir hatten das Zitat ja schon mit dem, der Islam gehört nicht zu Deutschland, sagt er jetzt vor der DTIP-Gemeinde hat er gesagt, der Islam ist ein Teil von Bayern. Was für ein Niedergang einer einstmals konservativen Partei, einer einstmals auch großen Partei, zu Strauß-Zeiten etwa, die einmal von christlich-abendländischer Werthaltung geprägt war. Heute mutet das C im Namen von CDU, CSU doch nicht mehr als Symbol einer christlichen Grundhaltung an, sondern es liegt eher die Vermutung nahe, dass dieses C inzwischen längst für die Halbmondsichel des Islam steht. CDU, CSU, da weiß man, was man hat, nämlich Opportunismus in höchster Vollendung. Franz Josef Strauß dürfte im Grabe rotieren. Und in seiner Verzweiflung vor dem schlechtesten CSU-Wahlergebnis aller Zeiten, und das wird kommen, wird Söder nun auch noch zum Verschwörungstheoretiker. Ich habe ja nicht nur den Heißlufthorst, ich habe jetzt einen schönen neuen Begriff für den Söder. Das ist nämlich jetzt der Aluhut-Söder. Ja? Und das will ich Ihnen belegen. Wenn man uns politisch nicht stellen kann, und das kann der Söder nicht, dann greift man eben auf Verschwörungstheorie zurück. So hat Aluhut Söder eben letzte Woche Folgendes gesagt, ich zitiere auch ihn wörtlich, das ist eigentlich richtig putzig, ja, die Verzweiflung muss riesig sein. Er sagte, die AfD ist ein internationaler Teil eines Netzwerks mit viel, viel Geld und sehr tiefen und bösen Gedanken. Zitat Ende. Ja. So sieht Söder die AfD. Ich stehe jetzt im Bundesvorstand vor und habe viel mit unserem Bundesschatzmeister zu tun. Ich habe den mal gefragt, ob die eine oder andere Million, aber nee, da ist relativ wenig Geld. Also wir haben da nichts. Das ist also eine freie Erfindung vom Söder, dass wir da irgendwo mit viel, viel Geld versorgt würden. Ich müsste das auch wissen. Was soll man dazu nun noch sagen? Blöd, blöder Söder. Ja, Und die Quittung dafür, die gibt es vom Wähler. Von Umfrage zu Umfrage schwinden die Prozentpünktchen für die Unionsparteien. Sie wissen, wo die CSU im Moment steht, um die 35%. So schlecht stand die CSU, wie ich hörte, ich wusste das gar nicht, vor 70 Jahren schon mal da. Aber ist ja ziemlich lange her. Nun muss also, das gilt aber für die Christdemokraten ganz allgemein, seien sie nun CDU oder CSU, ein neuer Koalitionspartner her. Und was läge der vermerkelten Union, gehe ich erstmal auf die ein näher, als bei der SED-Nachfolgepartei Die Linke anzudocken. Es kommt doch nicht mehr drauf an, Hauptsache man bleibt an der Macht. Man denke nur an die neuerlichen Vorstöße von Daniel Günther, dem schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten. Der ist so eine Art Merkel in männlich, also nun ja. Günther sinniert über Koalitionen mit der Linken. Ein Abgrund der Prinzipienlosigkeit, aber nichts Neues. Wer sich ernsthaft über künftige Koalitionen zwischen Union und etwa Linken, wir können aber auch wahllos andere Parteien nehmen, wundert, ja, der hat das System Merkel einfach noch nicht verstanden. Und besonders amüsant, während die Union mittlerweile ernsthaft über Koalitionen mit Kommunisten sinniert, warnt das Feuilleton der Mainstream-Medien vor einem Rechtsruck der CDU-CSU. Genau mein Humor, echt. Es ist so grotesk. Ja. Ich habe im Bundestagswahlkampf, da habe ich die FDP immer attackiert. Auch nicht meine Lieblingspartei, ich habe immer gesagt, also die FDP, das ist die wandernde Matratze der deutschen Parteienlandschaft. Die machen es mit jedem. Und jetzt haben die ja das einmal nicht gemacht. Die haben ja diese Jamaika-Geschichte nicht gemacht. Aber die CDU, die macht das mittlerweile. Ja, das ist die neue wandernde Matratze. Die sind bereit, mit jedem zu koalieren. Hauptsache Machterhalt. Und mit wem die CSU koalieren möchte, weil 35% reichen nun mal nicht, das wird auch noch interessant zu beobachten sein. Noch ein Wort zur Linken. Die irrlichtert momentan so herum, dass es weiten Teilen der Partei einfach zu bunt wird.
Haben Sie von der neuen linken Sammlungsbewegung von Sarah Wagenknecht mitbekommen? Da frage ich mich doch, ob der Name Aufstehen für diese Sammlungsbewegung wirklich so geeignet ist. Also das arbeitsscheue Antifantenmilieu erreicht man damit jedenfalls nicht, meine Damen und Herren. Aufstehen, das ist nicht Ihre Kernkompetenz. Ja, und zur SPD verliere ich lieber kein Wort. Mit der wird die CSU ja auch nicht regieren können, weil die kämpfen hart mit der Zweistelligkeit, die sie wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Das, was diese Partei derzeit abliefert, ist einfach nur Letztklassik. Die SPD hat immer noch nicht gerafft, dass ihr geradezu impertinentes und penetrantes Fordern von Gerechtigkeit bei gleichzeitiger Entkriminalisierung von Ladendieben, Schwarzfahrern, Drogenkonsumenten und Asylbetrügern beim traditionellen gesetzestreuen Malocher, der einst das Rückgrat der Partei bildete, nicht so richtig gut ankommt. Lieber setzt man bei den Sozis inzwischen auf verzweifelten Polit-Hooliganismus. Nahles, Stegner, Schulz, Kahrs, erbarmungswürdige Darbietungen, zuletzt im Deutschen Bundestag. Das sind die letzten Zuckungen einer einst stolzen, nun untergehenden Partei der Malocher. Die SPD war früher die Partei der Proletarier. Wenn ich mir heute Schulz und Kahrs im Bundestag angucke, dann ist sie heute die Partei der Proleten, meine Damen und Herren. Ein Unterschied. Und ihr Niedergang ist Parteiensterben von der schönsten Sorte. Meine Damen und Herren, in der Schweizer Presse erschien letztens ein hervorragender Artikel, der Merkel wie folgt beschrieben hat. Ich fand dieses Bild unglaublich überzeugend. Merkel wirkt auf viele inzwischen wie eine Grabplatte, die sich auf Deutschland gelegt hat. Ich finde, besser kann man das nicht beschreiben. Und da dies in einem Schweizer Medium so beschrieben wurde, war es wieder mal ein Beweis dafür, wenn Sie heute noch objektiv über die Lage im Land informiert werden wollen, dann am besten, wenn Schweizer Presse ist, so eine Art neues Westfernsehen. Denn dort wird noch das beschrieben, was das Volk hier fühlt. Etwa die Vergewaltigung unserer Identität und Kultur durch unkontrollierte und behördlich sogar noch gesetzeswidrig beschleunigte Massenmigration. Und überhaupt dieses gestörte Verhältnis zu unserer eigenen Identität und Kultur. Das ist das, was ich mit links-rot-grün versifft meine. Das ist Folge einer jahrzehntelangen Politik einer Umerziehung, beginnend bei den 68ern, die zu einer ins Wahnhafte reichenden Empfindung von Schuld geführt haben. Dieses krankhafte Schuldempfinden reicht so weit, dass große Teile Deutschlands das eigene so sehr hassen und das Fremde offenkundig so sehr lieben, wodurch es eine breite Unterstützung für multikulturelle Massenmigrationsexperimente am eigenen Volk möglich wird. Man suhlt sich in so einer moralischen Selbstbesessenheit und spielt sich hypermoralisch als Moralapostel auf und richtet dabei das eigene Land zugrunde. Und diese Leute tun das nur deshalb, weil sie sich selbst und das eigene schon aufgegeben haben. Ich denke hier immer wieder exemplarisch an eine junge Frau. Ich habe die schon mehrfach in meinen Reden zitiert. Vielleicht hat der eine oder andere das schon gehört. Ich verwende das oft, weil ich das für so bezeichnend halte. Eine junge Frau, die Sprecherin einer linken Jugendorganisation ist. Dieser Frau ist etwas ganz furchtbar Schreckliches und Tragisches widerfahren. Sie wurde von drei Migranten vergewaltigt. Und jetzt kommt das noch Schlimmere daran, als wäre der Vorgang nicht schon ein ganz schrecklicher. Sie behauptete anschließend, der Vergewaltiger oder die Vergewaltiger seien Deutsche gewesen. Später gab sie dann zu, gelogen zu haben. Und sie log nach eigenem Bekunden, damit der Rassismus nicht weiter anwachse. Ich zitiere aus einem Brief an die Täter, den die Frau geschrieben hat. Die hat Folgendes geschrieben: Ich wollte ein offenes Europa, ein freundliches. Eins, in dem ich gerne leben kann und eins, in dem wir beide sicher sind, weil wir in einer rassistischen Gesellschaft leben. Ich bin nicht sicher, weil wir in einer sexistischen Gesellschaft leben. Du bist nicht das Problem. Du bist überhaupt kein Problem. Du bist meistens ein wunderbarer Mensch. Danke, dass es dich gibt und schön, dass du da bist. So spricht eine vergewaltigte linke Frau über ihre Vergewaltiger mit Migrationshintergrund. Das ist tragisch und das ist totale Unterwerfung. Und das ist das, was ich meine mit Selbsthass und Selbstaufgabe. Das ist einfach nur tragisch. Nun gut, man könnte die junge Frau als naiv und verwirrt abqualifizieren, aber das Problem in unserem Land ist, dass die politischen Eliten ebenso ticken. Wir erleben seit Jahren unkontrollierte Masseneinwanderung mit der kulturellen Verwerfung
Der Import ethnischer und religiöser Konflikte, die Plünderung unserer Sozialkassen und eine Explosion der Kriminalität einhergehen. Ich muss die Orte ja gar nicht einzeln nennen. Und man ist offensichtlich nicht gewillt, dem Einhalt zu gebieten. Im Gegenteil, weite Teile unseres Landes, machen wir uns das bitte bewusst, weite Teile der Menschen dieses Landes wollen davon noch mehr. Die rufen immer noch mehrheitlich Refugees Welcome. Immer noch. Man ist süchtig nach immer mehr Einwanderung, süchtig wie ein Junkie. Man könnte von einem geplanten Bevölkerungsaustausch sprechen. Wenn man das Wort erwähnt, ist man sofort Verschwörungstheoretiker. Ja, das ist auch so eine interessante Sache. Wer vom großen Austausch spricht, wird von den Leuten als Verschwörungstheoretiker bepöbelt. Leute, die aber zugleich einer Stefanie von Berg von den Grünen zujubeln, wenn sie verspricht, dass es in 20, 30 Jahren gar keine ethnischen Minderheiten in Deutschland mehr geben werde. Und wissen Sie, da passt es auch, dass die Grünen über den Asylstatus, weil es ja mehr werden müssen, brauchen immer noch mehr, Klimaflüchtlinge sinnieren. Die sogenannte Klimakrise soll künftig als Fluchtgrund anerkannt werden. Ricarda Lang, Bundessprecherin der Grünen Jugend, sagte wortwörtlich, Sie merken, ich arbeite mit vielen Zitaten, ich meine immer, man muss die Leute selber reden lassen, die entlarven sich so am allerbesten. Die sagte wörtlich, die EU sollte den Bewohnern von Inselstaaten, die durch den Klimawandel bedroht sind, die europäische Staatsbürgerschaft anbieten, die europäische Staatsbürgerschaft, das am Rande, und ihnen eine würdevolle Migration ermöglichen. Also, wenn das Wetter mal schlechter wird, soll betroffenen Insulanern eine EU-Staatsbürgerschaft geschenkt werden. Schließlich sind wir als böse, alte, weiße Männer maßgeblich schuld am Klimawandel. Was für ein pathologischer Altruismus das doch ist. Und übrigens rassistisch ist das auch, weil die will nur Insulaner aufnehmen. Wenn Bangladesch in Gänze absäuft, ist keine Insel, die dürfen nicht rein. Das hat die Frau noch nicht begriffen. Ja. Und dieser ganze pathologische Altruismus folgt der Devise meiner wirklich allerbesten Freundin, der gruselgrünen Grande Katrin Göring-Eckardt. Ja, ich hatte... Ich hatte neulich eine fast schon liebevoll zu nennende Begegnung mit der Dame im deutschen Fernsehen bei Frau Ayali. Ich weiß auch nicht, warum die sich nach der Sendung gar nicht mit mir weiter unterhalten wollte. Man hatte den Eindruck, die wollte nur noch eines, weg. Und das muss die jetzt noch für den Deutschen Bundestag auch begreifen, dann sind wir einen Schritt weiter. Ja? So. Dann kann die nicht mehr so einen Stuss verzapfen wie zum Beispiel jenen. Ich zitiere wiederum. Willkommenskultur ist der beste Schutz vor Terroristen. Wenn die Hütte brennt, einfach noch ein bisschen Benzin reingießen, grüne Logik. Und dann behauptet der grüne Parteivorsitzende Habeck, das ist ja der neue Shootingstar der deutschen Politik, auch noch, Bezug nehmend auf Göring-Eckardt, wie ich vermute, wörtlich, uns kann man auch die innere Sicherheit anvertrauen. Also vielleicht die Katrin als Innenministerin, wenn der Horst jetzt geht oder sowas, ja? Tja, ein IQ von 150 ist ja eine super Sache, blöd nur, wenn eine ganze Partei sich den teilen muss, ja? Also... Neuerdings wird ja die Grüne Partei, auf die gehe ich besonders ein, weil die werden hier auch in Bayern gerade richtig gehypt und mit denen zusammen kann die CSU dann ja vielleicht regieren. Das beschleunigt den Suizid. Also neuerdings wird diese Grüne Partei von Taz bis Faz hochgeschrieben. Allen voran eben der gerade schon angesprochene Robert Habeck. Man versucht die Grünen als mögliche Alternative zur Union zu stilisieren, so die Wertkonservativen, ja. Und die Grünen greifen das dankbar auf und machen das durchaus geschickt. Der Habeck macht eine Sommertour durchs Land, entdeckt plötzlich den Heimatbegriff für sich. Ja, der Titel von Habecks Sommertour lautet in Anlehnung an unsere wunderschöne Nationalhymne, des Glückes Unterpfand. Ist der Habeck jetzt also ein grüner Patriot? Ich habe da so meine Zweifel. Auch hier helfen wörtliche Zitate wieder weiter. Bis jetzt massenmedial, sowas schreiben die nicht über den Habeck, die wollen ihn ja hypen und nicht entlarven, nicht weiter beachtet. Aber ich zitiere ihn dennoch. Das können Sie in seinem Buch nachlesen. Da steht zu lesen, Vaterlandsliebe fand ich stets zum Kotzen.
Mit Deutschland wusste ich nichts anzufangen und weiß es bis heute nicht. Zitat Ende. Das spricht für sich. Ein wahrer Patriot, dieser Habeck, offensichtlich. Nein, meine Damen und Herren, weder Roland Habeck noch seine ganzen Grünen sind eine Alternative zum Altparteien einerlei, sondern sie sind sogar die allerübelsten Katalysatoren des Zerfalls Deutschlands. Sie sind keine Patrioten, sondern sie sind Deutschlandhasser, Nationalmasochisten und Heuchler. Die Grünen sind die Speerspitze und sie sind die Avantgarde dieses ganzen selbstzerstörerischen Multikulti-Feldzugs, der unsere Heimat, unsere Identität und unsere Kultur zerstört. Sie kapieren noch das Elementarste nicht, oder sie wollen es gar nicht kapieren, wie es mir scheint. Sie kapieren nicht, dass man nicht der ganzen Welt helfen kann, indem man das eigene Land, seine Identität und seine Kultur zugrunde richtet. Das geht in grüne Köpfe nicht rein, meine Damen und Herren. Dann müssen Sie es eben unter Schmerzen lernen. Und bevor ich falsch verstanden werde, mit Schmerzen meine ich Stimmentzug. Ja, nur um Missverständnisse zu machen. Zu unserer Identität und Kultur gehört auch unsere Sprache, die durch ein in unseren Schulen gelehrtes und behördlich eingefordertes Gender-Gaga vergewaltigt wird. Ich gebe nur eine Kostprobe. Ich könnte über das Thema stundenlang reden, weil dazu habe ich richtig viel Material. Ich habe ja lange an der Hochschule gearbeitet und da kriegt man Gender-Gaga in höchster Vollendung. Wenn Studentenwerke für viel, viel Geld in Studierendenwerke umbenannt werden, dann ist das ja an sich schon ein Vorgang. Dafür wird Geld in öffentlichen Budgets bereitgestellt. Demnächst gehen Sie morgens auch nicht mehr zum Bäcker, sondern zum Backenden. Ja, das ist Ihnen noch nicht klar. Lassen wir eine der führenden Queer-Feministinnen, Annika Spahn, zu Wort kommen. Die ist Gender Gaga in höchster Vollendung. Die lässt uns Folgendes wissen. Forschungsarbeit, vom Steuerzahler bezahlt, das ist das Bizarre. Menstruation ist nichts strukturell Weibliches. Es ist etwas, was manche Körper tun und andere nicht. Ob die Person weiblich ist oder nicht, hat damit nichts zu tun. Zitat Ende. Nur, dass Sie das mal wissen. Ja? Also, wissen Sie, könnte man jetzt als Realsatire abtun und erledigt, ab dafür. Aber der Hammer ist, dafür werden Steuern bezahlt. Sowas ist Forschungsergebnis in Deutschland im Jahr 2018. Das muss man sich dann doch mal vorstellen. Und lassen Sie mich jetzt auf die Vergewaltigung unserer Sprache gar nicht weiter eingehen. Es ist unglaublich, was da läuft. Ich komme abschließend, weil die Zeit sehr fortgeschritten ist, es geht auf 22 Uhr zu, noch ganz kurz zu einem anderen Thema, das mich als Ökonom und unsere Partei in Zukunft besonders interessieren wird. Die fiskalische Ausbeutung der Bevölkerung durch horrende Steuerquoten und Abgabelasten. In ihrer Gier nach immer mehr Geld für die Verwirklichung ihrer wirklichkeitsfremden Agenda mästen linke Gesellschaftsklempner den Staat, während sie uns Bürger immer mehr auf die Erde setzen. Der vorgebliche Sozialstaat zerstört durch enorme Abgabelasten in Form von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen, die in nahezu keinem Land so hoch sind wie bei uns in Deutschland. Innerhalb der OECD liegt nur Belgien noch minimal drüber. Gesellschaftlich extrem wichtige bestehende Kleinverbünde wie funktionierende Familien, die unter diesen Lasten in die Knie gehen. Ich will das gar nicht groß ausführen, aber vielleicht fällt Ihnen auch auf, dass Normalverdienerfamilien heute eigentlich mit dem Einverdienereinkommen nicht mehr hinkommen. Das geht nicht. Also als ich jung war, und Sie können mir ansehen, das ist schon eine Weile her, da war Deutschland ja noch nicht so reich, da ging das aber noch. Da gab es überall Einverdiener-Ehen. Das war das gesellschaftliche Muster. Ich will das gar nicht in den Himmel heben, das sollen die Menschen selbst entscheiden. Es möge wirklich ein jeder nach seiner Fasson glücklich werden. Entscheidend ist, Sie können es heute nicht mehr, selbst wenn Sie es wollen, weil Sie Abgabelasten haben, die so hoch sind, dass Sie diese Form des Familienmodells gar nicht mehr leben können, weil Sie zwei Einkommen brauchen, um den immer hungrigeren Leviathanstaat zu mästen. Das ist das Problem. Der Sozialstaat hängt, statt den wirklich Sozialbedürftigen zu helfen, die Menschen scharenweise wie Junkies an die Nadel eines vermeintlichen Sozialstaats, der mit all den hunderten Milliarden, und es sind sehr viele, es sind ziemlich präzise 30%, 29,9% unseres Bruttoinlandsproduktes, gehen für Sozialausgaben drauf. 30% unserer Wertschöpfung im Land gehen für Sozialabgaben drauf. Stellen Sie sich das vor. Und doch kann der Staat damit erkennbar nicht das leisten,
was doch die eigentliche Aufgabe eines tragfähigen Sozialstaates wäre, nämlich subsidiäre Hilfe für die Menschen, die es alleine nicht schaffen und die wirklich Hilfe brauchen. Das ist soziale Marktwirtschaft, das ist der Kerngedanke und der ist von all diesen Kartellparteien über Jahrzehnte pervertiert worden. Wir können Sozialstaat machen, indem wir die Hilfe auf die wirklich Bedürftigen fokussieren. Das tun wir aber nicht. Die fühlen sich stattdessen verraten, verkauft und alleingelassen, gehen zur Tafel und liegen mit dem Gefühl, dass sie von diesem Staat, ich sag's mal salopp, verarscht werden, keineswegs falsch. Häufig höre ich von unserer politischen Konkurrenz, die AfD, das ist ja eine Einpartei, eine Themenpartei. Ihr habt nur das Migrationsthema, sonst habt ihr ja nichts. Hier scheinen mir die Kartellparteien von sich auf andere zu schließen. Das einzige Thema der Kartellparteien scheint mir in diesen Wochen zu sein, eigentlich schon seit längerem, der Kampf. Man könnte auch sagen der Krampf, nämlich gegen rechts. Denn die Versuche, uns ein rechtsradikales Etikett anzuheften, die wirken wirklich reichlich krampfhaft. Das scheint deren Kernthema zu sein. Die sagen immer, sie wollen uns stellen. Wir betteln förmlich darum, dass die uns mal stellen, dass wir in den Diskurs kommen. Das machen die mit uns nicht, weil sie nämlich wissen, dass sie verlieren, weil wir die besseren Argumente haben. Und zwar in sehr, sehr vielen Politikbereichen. Die AfD, meine Damen und Herren, die steht für Volksabstimmung nach Schweizer Vorbild. Die steht für die Stärkung direkter Demokratie. Die steht für Kompetenzverlagerung auf den Nationalstaat statt auf die supranationale Ebene. Die steht für einen Euro-Austritt, für die Absage an eine Bankenunion. Die AfD steht für eine NATO, die in erster Linie ein Verteidigungsbündnis zu sein hat. Die AfD steht für das Bekenntnis zur traditionellen Familie als Leitbild der Gesellschaft, für die Abschaffung des Rundfunkbeitrags und die Kündigung der öffentlich-rechtlichen Rundfunkstaatsverträge zum nächstmöglichen Termin. Sie steht für die Differenzierung der Schulsysteme, sie steht für Bürokratieabbau, sie steht für Reduzierung unsinniger staatlicher Subventionen, sie steht für einen klugen Stufentarif bei Steuern, für die Obergrenze von Steuern und Abgaben. Die AfD steht für Familiensplitting, sie steht für Steuerwettbewerb, sie steht für Staatsschuldentilgung, sie steht für Bargelderhalt, sie steht für Abschaffung des völlig unsinnigen EEG, sie steht für eine Absenkung der Grunderwerbsteuer zur leichteren Wohnbauschaffung und vieles andere mehr. Und nun urteilen Sie selbst, ob das wohl rechtsradikal ist. Und ob das mit dem Ein-Themen-Partei stimmen kann. Und ob das ein Fall für den Verfassungsschutz ist. Ist das Staatszersetzung? Doch wohl nicht. Das sind vernünftige Forderungen, die beim Volk gut ankommen. Und deshalb geht den Kartellparteien die Düse. Und darum bemühen den Verfassungsschutz. Das ist ihre letzte Waffe. Meine Damen und Herren, Sie sehen, wir haben es hierzulande mit multiplen Schieflagen zu tun. Zusammenfassend würde ich das als massiven Missbrauch des Ordnungsstaates bezeichnen. Ein funktionierender, den Bedürfnissen der Bürger eines Landes gerecht werdender Staat, ein starker Staat, ist immer ein schlanker, sich auf seine Kernaufgaben besinnender Staat, ist immer ein Staat, der sich auf die eigentlichen Aufgaben, die Staatesaufgaben sind, besinnt und die kraftvoll durchsetzt. Das ist innere Sicherheit, das ist äußere Sicherheit, das ist die Bereitstellung einer öffentlichen Netz- und Bildungsinfrastruktur, die Schaffung und Durchsetzung einer allgemeinverbindlichen elementaren Rechtsordnung sowie sozialer Schutz für diejenigen, die sich selbst zu schützen, nicht imstande sind. Und Ende. Das hat ein Staat zu leisten. Und nicht mehr. Darauf sollte der Staat sich beschränken. Das kann unser Staat, das tut er aber nicht. Der Staat, den wir haben, ist stattdessen ein fetter, alle möglichen weiteren Aufgaben an sich ziehender, umerziehender, anmaßender und sich eben nicht klug beschränkender Staat. Orientierungslos geworden, seine Prioritäten völlig falsch setzend, Stichwort Gendergaga, die Bürger gängelnd und drängelnd, in die entlegensten Gebiete ihres Lebens einwirkend und die EU macht da viel mit, das erlebe ich. Immer mit Nein stimmt übrigens jede Woche. Sie nach den Vorstellungen der selbsternannten Eliten umerziehen und bevormunden. Das ist unser Staat. Und zugleich darüber nicht mehr fähig, seinen Kernaufgaben auch nur ansatzweise gerecht zu werden, denn die innere Sicherheit geht den Bach runter und über Verteidigung habe ich noch gar nicht gesprochen. Sie werden mitbekommen haben, dass hier keine Flugzeuge mehr fliegen, dass hier keine U-Boote mehr einsatzfähig sind. Von unserem Herr rede ich gar nicht, es ist eine einzige Katastrophe, was wir da haben. Das alles funktioniert nicht mehr in diesem Land. Das sind aber die Kernstaatsaufgaben. Und dafür haben wir dann angeblich kein Geld. Wohlgemerkt, bei Rekordsteuerlasten. Wir haben noch nie so hohe Zuwächse der Steuern gehabt. Wir haben überhaupt noch nie so hohe Steuereinnahmen gehabt. Aber für eine angemessene Ausstattung der Polizei und des Militärs,
für eine angemessene Infrastruktur, Stichwort Digitalisierungsinfrastruktur, Stichwort schnelle Netze und so weiter, dafür ist in unserem Land keine Kohle da. Da ist alles falsch, was nur falsch sein kann. Und die Frage ist, ob mit denen, die das alles angerichtet haben, die richtigen Weichen für ein besseres Deutschland gestellt werden können. Und ich glaube, die Antwort ist jedem im Saal klar, sie lautet nein. Natürlich müssen wir am schnellsten und entschlossensten dort handeln, wo die Gefahr am größten ist. Und ja, das ist die illegale Massenmigration in unser Land derzeit. Bei allen Problemen, die wir haben, das ist derzeit immer noch das größte Problem und wird es auf absehbare Zeit bleiben. Es kommen Tag für Tag deutlich mehr neue Migranten in unser Land hinein, als wir mit einer noch so erfolgreichen Abschiebepolitik aus Deutschland wieder verabschieden können. Und dass diese Abschiebepolitik nicht erfolgreich ist, glauben Sie mir, das weiß ich. Wenn ich mit Polizisten spreche, ich habe das letzte Woche erst an einem Flughafen gesagt, ich sage nicht mal an welchem Flughafen, sonst kriegen die Polizisten noch Ärger, weil die sagen mir das so hinter vorgehaltener Hand und die gucken sich um, weil denen unheimlich ist. Die sagen, Herr Meuthen, bitte machen Sie weiter so. Wissen Sie, wir stehen hier nur rum, wir haben Zeit, wir sind hier eigentlich eingesetzt für Abschiebeflüge seit 3 Tagen. Nicht einer dieser Flüge findet statt, weil die sind nämlich alle nicht da. Ja, das ist alles ein einziges Chaos. Also die Abschiebung funktioniert nicht. Überhaupt nicht. Und ich könnte Ihnen lange und in großer Breite erzählen, warum die nicht funktioniert. Aber es ist viel schlimmer. Selbst wenn sie funktionierte, könnten wir nicht ansatzweise so viele Leute abschieben im Monat, wie in einer Woche hier reinkommen. Das heißt, es geht immer weiter. Und dann trichtert man uns ein, Multikulti ist toll. Willkommenskultur ist der beste Schutz vor Terroristen. Oder Martin Schulz. Das, was die sogenannten Flüchtlinge uns bringen, ist wertvoller als Gold, hat er gesagt, nicht? Und ich frage mich dabei nur eines. Wenn das alles wirklich so toll ist, wieso bestehen dann die Kartellparteien eigentlich darauf, die Migranten auf andere europäische Länder, vor allem jene aus dem Osten Europas, die Migranten gar nicht haben wollen, zu verteilen? Müsste man nicht viel mehr dankbar sein, dass der Orban die gar nicht will? Dann bleiben die Goldstücke ja alle hier. Das ist ein Akt der Selbstlosigkeit von Herrn Orban, dass er uns die ganzen Goldstücke lässt. Nee? So müsste man das dann verstehen. Da stimmt irgendwas nicht. Mehr denn je gilt, hier ist alles in Schieflage, was in Schieflage sein kann. Und meine Damen und Herren, es geht nicht anders, auch wenn das unschöne Bilder erzeugt. Aber wir brauchen definitiv dringend, und darum arbeiten wir mit der FPÖ zusammen, und darum unterstütze ich im Europäischen Parlament. Darum unterstütze ich im Europäischen Parlament Viktor Orban. Ich habe das letzte Woche erlebt. Das war so beschämend. Orban im Europäischen Parlament. Man ist mit dem umgegangen auf eine Art und Weise, dass man sich als Europaabgeordneter nur noch schämen konnte. Und jetzt werden Sanktionen gegen dieses Land eingeleitet und ein Stimmrechtsentzug, weil Orban auf etwas pocht, was die Menschen Deutschlands letztlich auch für vernünftig halten, nämlich auf nationale Souveränität und darauf, Zuwanderung nicht wollen zu dürfen. Und das setzt er durch und er hat völlig recht. Und ich habe mit Orban danach geredet, das war ein kurzes, aber ausgesprochen gutes Gespräch. Das ist schockierend, wie mit so jemand da umgegangen wird. Meine Damen und Herren, der Orban und auch Salvini und auch Strache und andere machen das, was wir auch machen müssen. Sie arbeiten an dem, was alleine uns aus dieser Migrationsproblematik herausbringen kann. Sie arbeiten und wir arbeiten damit an einer Festung Europa. Es geht nicht anders. Und wenn dann andere kommen und werfen uns Fremdenfeindlichkeit vor, dann entgegne ich denen, nein, wir sind nicht fremdenfeindlich, wir sind bloß gegen feindliche Fremde. Und ich sage auch, unser Land hat zu seinem Gewinn Millionen Fremder integriert, überwiegend aus dem nicht-muslimischen Kulturkreis, weil mit denen geht das sehr viel schwerer, meistens nicht. Die kommen aus allen möglichen Ecken der Welt und wir haben Millionen Menschen integriert, die nicht in feindlicher Absicht kamen, die sich hier zu integrieren bereit waren, die unsere Sprache lernen wollten und das getan haben und zur Wertschöpfung unseres Landes beitragen wollten und nicht sich in irgendwelchen Sozialsystemen ausruhen. Diese Menschen sind Migranten und sie gehören zu uns. Feindliche Fremde, die ihre zum Teil archaischen Kulturen hier weiterleben und sogar auf uns übertragen wollen, und sei es mit Zwang, die gehören nicht zu uns. So einfach ist diese Unterscheidung.
Und das können wir. Das geht alles. Und wenn jetzt am Beispiel dieses Sami A, Rechtsstaatlichkeit auf einmal von Herrn Kubicki, wirklich eine interessante Variante, eingefordert wird, dann frage ich mich, wo war eigentlich die FDP, große Rechtsstaatspartei, bei den ganzen multiplen Rechtsstaatsbrüchen, die wir hatten in der Migrationspolitik. Da hat nämlich der gute Christian Lindner tüchtig geklatscht und Refugees Welcome gebrüllt. Heute brüllt das Gegenteil. Die sind halt sehr wandlungsfähig bei der FDP. Ja. Und wenn gesagt wird, wir könnten diesen Sami A nicht abschieben, dann sage ich diesen Leuten, doch, das geht. Selbstverständlich geht das. Wollen muss man das. Und noch eines, das Recht hat den Menschen zu dienen und nicht die Menschen dem Recht. Und wenn das bestehende Recht das nicht ermöglichen sollte, was nicht mal so ist, dann muss man das Recht anpassen. Dafür haben wir Parlamente und in den Parlamenten haben wir glücklicherweise immer mehr AfD-Abgeordnete. Das werden noch mehr und dann geht das. Meine Damen und Herren, der Abend ist spät, ich komme zum Ende. Die anderen mögen uns dabei nur zusehen. Wir hingegen wehren uns. Wir glauben nämlich noch an dieses Land. Es ist düster, aber es ist noch nicht zu spät. Deutschland verändert sich, Tag für Tag. Und mit jeder Sekunde, die vergeht, wird die Wahrscheinlichkeit, dass gerade noch rechtzeitig die richtigen Weichen für eine gedeihliche Zukunft unseres Landes gestellt werden, geringer. Wir von der Alternative für Deutschland kämpfen für die Zukunft unserer Heimat Deutschland. Wir werden nicht weichen, vor den Einschüchterungen nicht einknicken, wir werden nicht aufhören. Wir haben eine enorm wichtige Aufgabe und auch wenn wir heute noch in der Minderheit sind, bleibt meine Zuversicht, weil wir nämlich Recht haben, wir werden gewinnen. Deutschland muss, und ich bin überzeugt, wenn wir den Politikwechsel endlich einleiten, dann wird dieses Land auch eine Zukunft haben. Dafür brauchen wir freilich Ihre Unterstützung, gerade auch hier in Bayern. Setzen Sie also ein Zeichen für Deutschland, setzen Sie ein Zeichen für Bayern. In wenigen Wochen wird die AfD, da bin ich mir absolut sicher, ich glaube, da zweifelt auch niemand dran, auch im 15. Deutschen Landtag sitzen, weitere zwei Wochen später dann in allen 16. Ich bitte Sie zum Abschluss meiner Ausführungen um Ihre persönliche Unterstützung dafür. Wählen Sie am 14. Oktober die Alternative für Deutschland in den Bayerischen Landtag, für Bayern, für Deutschland und auch für Europa. Herzlichen Dank. AfD-Television ist auch schon da und wie ich erfreut höre, haben wir hier im letzten Jahr allein 10 Millionen Zuschauer gehabt. Das ist ganz bemerkenswert, das ist auch ein Erfolg dieses Projektes, ja, das man gar nicht hoch genug einschätzen kann. Wird ganz gewiss auch den bayerischen Landtagswahlkampf der AfD begleiten und auf den muss ich wirklich sagen, freue ich mich sehr. Das ist ja heute so der Auftakt des Jahres mit dem Neujahrsempfang. Hier wird es einige Reden geben, auch ich trage eine Rede bei. Und dann schauen wir mal, wie das weitergeht in diesem Jahr. Und ich bin absolut überzeugt, dass das für die AfD Bayern gerade ein ganz besonders erfolgreiches Jahr sein wird. Denn am Ende dieses Jahres werden wir in stattlicher Anzahl mit vielen Parlamentariern endlich auch im Bayerischen Landtag sitzen. Ich denke mir, dass wir als zweitstärkste Kraft ins Maximilianeum einziehen werden. Da freue ich mich drauf. Ja, ich mich auch. Und ich kenne einige, die sich darüber gar nicht freuen. Die müssen sich warm anziehen. Genau, und das ist die CSU. So ist es und nicht nur die.